Moin erstmal. Ja, wir sind hier ganz schön am Ackern auf der Italia. Das ist nicht mein Mähdrescher, um das vielleicht gleich mal vorweg zu sagen. Den habe ich mir nur gemietet für teures, teures Geld mit allem, was dazu gehört. Es gibt hier im Ort wohl einen Lohnunternehmer, der Maschinen hat. Und der hat dann noch die alte Möhre hier, den alten New Holland. 4 Meter Schnittbreite. Und hat gesagt, komm, hier, den kannst du dir mieten. Aber der hat natürlich auch entsprechend Preise, weil er sagt, du brauchst nichts an dem Ding zu machen. Du brauchst keine Wartung oder sowas machen. Das machen wir alles für dich. Du brauchst nur fahren und dreschen. Wenn du fertig bist, sagst Bescheid. Dann holen wir den wieder ab. Nützt ja nichts, ne? Das Zeug muss ja runter und glücklicherweise ist das Feld hier relativ groß. Das sind, denke ich mal, so 3 Hektar. Zusammen mit der 38, glaube ich, wo ich Gras angesät habe, sind es 3,52 oder so. Und ja, dadurch, dass das Feld groß ist, kommt hier natürlich ordentlich hier so runter. Das macht mich dummerweise nicht reich. Das ist blöde dabei. Ich werde so auf, ja, 30 Tonnen, 35 Tonnen kommen. Also 35.000 Liter Kubik. Und ich hoffe, dass das dann so 20.000 Scheine gibt. Taler, nicht Scheine. Und dass wir da irgendwann dann halt einen schönen, upsi, schönen Start hinlegen können. So, da machen wir gleich mal ein kleines Pixelfoto von. Das kann ja nicht schaden. Schön, gleich muss ich auffüllen. Den Anhänger, den habe ich mir gekauft. Der kostete, glaube ich, 8.000. Ist ein bisschen besser als der Schrägbodenanhänger zum Kornfahren. Wobei ich den Schrägbodenanhänger natürlich auch noch habe. Den brauche ich, wenn ich die nächsten Düngemissionen mache. Ich hoffe, dass ich dann genügend Geld habe, dass ich den zum Herbst bzw. zum Winter noch aufstocken kann. Ich habe jetzt nur auf, glaube, auf 10.500 aufgestockt und muss den dann natürlich, wenn ich nachher dann im Winter die Hirse wegfahre, um sie zu verkaufen, möglichst wenige Transporte zu machen, um auch schnell zu sein, und dann ist der Plan, den Anhänger noch mal einmal aufzustocken, zu vergrößern. Ich glaube, dann kann der 18 Tonnen statt 11,5. Bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall passt mehr rein. Das kann man schon mal sagen. Und das ist ja auch schon mal was. So. Ja, ich werde hier mal noch bis zum Ende fahren. Dann muss ich gleich erstmal den Anhänger wegbringen. Noch früh am Tag, aber es ist so trocken, dass man halt mit der Feuchtigkeit hier durchaus schon dreschen kann. Und wir wollen ja auch ein bisschen was schaffen. Ja, hier oben auf dem Grasfeld hatte ich ja versehentlich eine Zwischenfrucht gesät, die ist auch geblieben. Die müssen wir dann einfach mit abmähen, und beim nächsten Mal, wenn ich hier irgendwo sehe, werde ich da einmal rübersehen, dass da wieder Gras hinkommt, sozusagen. Da wollte ich jetzt nicht mal extra mit der Sämaschine ranfahren. So. Ja, sonst habe ich bisher eigentlich noch nichts weiter gemacht. Ich habe, wie gesagt, nur dieses Feld gekauft, hier drüben nebenan angesät, das habt ihr im Video vorher gesehen, und hier angefangen zu dreschen.
Das Gute war ja, das war schon so weit vorbereitet. Ich musste hier nur noch einmal mit Dünger drüber fahren. Das habe ich im August noch gemacht. Und so hatte ich hier dann auch entsprechend Ertrag drauf. Gut, es ist jetzt nicht so irre viel. Aber ich glaube, das wird schon klappen. So. Dann habe ich hier noch die Geschwindigkeit zu hoch. Wo ist er? Normale Geschwindigkeit. So. Kann ich euch auch mal die Strecke zeigen, die ich hier fahre. Da geht es nämlich hier oben raus. Das ist die Zufahrt zum Feld. Rechts über die Eisenbahnschiene. Von der Brücke. Und dann geht es hier rechts um einen kleinen Hügel runter. Sich einmal hier umzuschauen, nicht, dass da irgendwie Verkehr kommt. So, jetzt lasse ich euch gleich mal an meinen Fahrkünsten teilhaben. Rückwärts mit dem Drehschemel. Ah, geht schon los. Läuft er mehr weg? Na, wir kriegen ja schon. Immer schön langsam und zuschillen. Ging ja noch. War ja gar nicht so schlecht. So. Ja, so ein schöner Krone-Emsland-Anhänger. Kann nicht schaden, ne? Können wir auch gleich mal gucken, was wir jetzt im Silo haben. Das habe ich gerade eben schon geguckt. Aber jetzt müssten da ja so um und bei 25, 26 drin sein. Sehen wir jetzt. Ja, 26, 6. Das ist doch prima. Vielleicht schaffen wir das noch eine komplette Fuhre da rauszuholen. Ja,
jetzt zeige ich euch mal den anderen Weg aufs Feld. Im Spiegel war nichts zu sehen. Fahren wir hier unter der Brücke durch und fahren jetzt auf die Wiese. Und dann fahren wir hier am Feldrand entlang. Da muss man ein bisschen arbeiten. Wenn ihr es mal außerhalb der Kabine sehen wollt. So, dann fahren wir hier unten. Ich nehme nämlich mal an, dass wir da ungefähr so in der Ecke stehen bleiben werden. So, da kommt schon wieder der Zug. Der lässt mich immer ein bisschen zur Seite hopsen. Kurz gucken, ob schon mal ein paar neue Aufträge da sind. Die 30 und die 65 düngen. Das könnte eigentlich ein Auftrag für uns sein. Denn die Maschinen haben wir. Die 65 wäre hier. War doch die 65, ne? Die 65. Genau, das ist gleich um die Ecke sozusagen. Denn wir sind ja hier, das ist nicht weit weg, da lässt sich schnell runterfahren. 65 und dann war das noch die 30. Wo ist denn die 30? Die ist ein bisschen weiter weg, ne? Zwei, 17, 18, 19, 20. 35, 36. Nicht doof. Ist die 38. Hä? Ihr seht sie wahrscheinlich schon. Ich bin einfach nur zu blind, sie zu finden. Hier ist sie. Das ist unten beim Händler. Oh, ob ich so weit runterfahren will, naja, das dauert eigentlich auch nur 3-4 Minuten. Ja, ich glaube, ich nehme die mal beide mit. Das kann nicht schaden. Und die 65. Wir müssen ja ein bisschen Geld verdienen und andere Möglichkeiten sehe ich da jetzt im Moment nicht. Deswegen. Denn wir brauchen ja auch gleich noch einen Grubber oder eine Scheibenegge. Da ist halt die Frage, mieten wir uns die? Können wir uns die leisten, ne? Wenn ich aufs Konto gucke. Das Konto ächzt ein bisschen. Das ist bei 10.000 Euro, die ich noch habe. Vielleicht muss ich auch die Sorghumhirse früher verkaufen, ne? Dass ich halt eben zu Geld komme. Und ansonsten muss ich halt ein paar Missionen fahren.
dann auch das ein oder andere Mal dort die Maschinen ausleihen, denn sonst kommen wir hier nicht auf den grünen Zweig. Wir müssen arbeiten, auch wenn es schön, eine schöne Gegend ist, ne? Und das ist es wirklich. Also ich bin immer wieder fasziniert. Und weil wir ein bisschen auf die Kohle aufpassen müssen, dürfen wir auch nicht einen Halm stehen lassen, so wie den hier. Das muss man mitnehmen. Ne? Alles sehr wertvolles Gut. Ja, also, wenn euch das Video und auch die Serie gefällt, dann lasst gerne mal einen Daumen da. Wenn ihr weiter zuschauen wollt, wie ich mich hier langsam nach oben arbeite, dann lasst auch gerne ein Abo da. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr als Neuabonnenten den Kanal schaut, denn dann können wir auch mal ein bisschen ins Gespräch kommen und ihr könnt mir erzählen, was ich denn mal so als nächstes angehen soll. Bisher muss ich sagen, habe ich auf noch keiner Map im LS22 mich mit Wein oder ähnlichem beschäftigt. Liegt auch daran, dass mir ja das mit diesen ganzen kleinen Geschichten eigentlich immer ein bisschen, also mit den ganz kleinen Geschichten, immer ein bisschen zu aufwendig ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass das eine spannende Aktion werden könnte. Aber auch da braucht man natürlich dann Geld und Equipment, um überhaupt in die Weinproduktion einsteigen zu können. Aber wir können uns da ja hinarbeiten. Ich denke mal, dass wir als nächstes irgendwie versuchen sollten, ein Grundrauschen zu erwirtschaften, so dass wir zumindest unsere Kosten gedeckt haben. Um da hinzukommen, brauchen wir, denke ich mal, irgendwie ja, entweder ein paar Tiere, die uns da unterstützen. Oder auch ein Gewächshaus oder zwei oder drei. Um die platzieren zu können, brauche ich aber einen größeren Hof, beziehungsweise brauche ich irgendwo eine Ecke, wo ich das tun kann. Und dafür braucht man Geld. Also haben wir noch eine Wegstrecke vor uns, aber mein Ziel ist, dass wir da auf jeden Fall hinkommen, dass wir dann langsam uns auch einen Fuhrpark aufbauen, vielleicht irgendwann umziehen auf einen anderen Hof oder auch einen netteren Schlafplatz haben, zumindest ein Zimmerchen, wo man pennen kann und im Winter nicht friert, so wie vermutlich hier in dem Container. Das wollen wir irgendwie erreichen. So. Jetzt werde ich mal schon mal hier abtanken, da ich ja gleich den Mähdrescher voll habe. Erstmal ein bisschen die Drehzahl runternehmen. Ein bisschen gleichmäßig laden. Ist immer ganz wichtig, dass man nicht nur die Hinterachse beschwert, sondern auch die Achse unterm Drehschemel sozusagen, denn das kann sonst mal ganz blöde enden, wenn das Zeug in Gang kommt und ineinander verrutscht oder wenn vorne nichts ist und das von hinten nach vorne rutscht, ist auch unschön. So, weiter geht's. Ich denke mal, ich werde das Feld noch mit euch zusammen hier fertig dreschen und sobald wir fertig sind, geht's dann mit dem Anhänger nach Hause. Den Mähdrescher kann ich hier abholen lassen. Da brauche ich dann nur beim Lohner anrufen. Dann schauen wir mal, was rauskommt. 26, wir haben jetzt nochmal 5,5. Sind wir bei 31.
32, 33. Sowas müssten wir wohl rauskriegen. Letzte kleine Ecke. Müssen wir noch einmal kurz zurücksetzen und dann haben wir es. Ja, es war echt eine lange Rutsche, muss man sagen. Ich bin mit dem Anhänger dann tatsächlich dreimal gefahren. Einmal mit dem Schrägbodenanhänger. Und das war echt katastrophal, weil der Schrägbodenanhänger ist ja auch ein Drehschemel. Und den zur Seite ausladen da in der Ecke. Ich sag euch, ich habe darum gewuselt. Das war kein Spaß. Gut, dass ihr das nicht gesehen habt. Oh, schon alle. Okay. Dann können wir den hier mal einklappen. Alles zuklappen und dann sause ich einmal nochmal. Das kann ich euch auch eben zeigen. Ich habe da oben ja den Schneidwerkswagen stehen. Muss ich dann nur erstmal ein kleines bisschen aus der Ecke holen, sonst kann ich da nämlich nicht richtig abkuppeln. Ah, jetzt geht die Brücke runter. Das muss ich mir mal angucken, wie das denn aussieht. Geht gar keine Schranke vor. Da leuchtet einfach nur ein rotes Licht und es klingelt. Oder? Ist da eine Schranke zu sehen? Doch, da ist eine Schranke. Kleine Halbschranke. Ah, sehr schön. Ja, haben wir das auch mal gesehen. Toll. Super. So, jetzt ziehe ich den hier mal eben weiter auf die Wiese. Nicht ganz geklappt. Musste noch korrigieren, aber er ist drauf und das ist die Hauptsache. Dann kann der junge Mann ihn jetzt abholen. Jo, und wir düsen einmal los zum Trecker und fahren nach Hause. Ja, wenn euch das Video gefallen... Upsala. Freitag, der 13. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne, wie gesagt, ein Däumchen da. Schreibt mal was in die Kommentare, was ihr auf der Map bastelt und wie ihr so vorankommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund und munter. Bis bald. Euer Pensionator. Tschüss.
Ihr müsst jetzt abschalten, ne? Wie bei Peter Lustig. Haut rein.